Vor allem im Hinblick auf die derzeitige Situation und leider die Angst, die jetzt sehr viele verspüren, krank zu werden und nicht mehr fit zu sein, habe ich mir gedacht, es wird wieder höchste Zeit für ein Immunsystem-Booster-Drink, damit du auch fit und energiegeladen in den Frühling starten kannst. Deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du aus dem beliebten Superfood Kurkuma dir ein eigenes, entzündungshemmendes, fermentiertes Getränk voller Antioxidantien in deiner Küche zaubern kannst. Bevor wir mit dem eigentlichen Kurkuma-Getränk anfangen können, brauchen wir ja wie für alle fermentierten Getränke immer einen Starter, also irgendeine Bakterienkultur. Und da wir jetzt hier keine extra Pilz uns kaufen oder irgendwelche Kefirknollen benutzen, müssen wir diesen Starter erstmal selber machen. Und das machen wir jetzt gleich am Anfang. Und zwar alles, was ihr dafür braucht, ist einfach ein bisschen frischen, geriebenen Kurkuma. Und ich habe immer meine Handschuhe an, weil Kurkuma, für jeden, der schon mal frisch damit gekocht hat, es verfärbt einfach alles, mit dem es in Berührung kommt. Also auch euer Holzbrett wird einen leichten Orange-Touch haben. Das werde ich euch jetzt schon mal vorab sagen. Also zieht wirklich Handschuhe an, sonst habt ihr diesen gelblichen Schimmer oder diesen orangen Schimmer einfach viel zu lange auf eurer Haut. Und mit einem Löffel, den Hack habe ich, glaube ich, mal irgendwo auf YouTube gesehen, lässt sich sowohl Ingwer als auch Kurkuma super schnell schälen. Und damit schälen wir jetzt einfach mal unseren Kurkuma und danach reiben wir ihn mit einem Käsehobel oder mit irgendeinem anderen Tool, was ihr daheim habt, in kleine Scheiben. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer nochmal alles zusammengestellt in der Infobox gleich unter diesem Video. So, jetzt haben wir quasi unseren Kurkuma frisch gerieben und alles, was wir jetzt machen müssen, ist, wir nehmen einen Esslöffel von dem geriebenen Kurkuma, kombinieren es mit einem Teelöffel Zucker und noch mit 3 Esslöffel lauwarmem Wasser, damit sich der Zucker schön auflösen kann, rühren das Ganze um, bedecken es mit so einem Leintuch wie immer und stellen es an einen warmen und dunklen bzw. lichtgeschützten Ort. Das, was wir jetzt gerade kreiert haben in unserem kleinen Honigglas, das ist jetzt quasi unser anfänglicher Babystarter. Und was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir diesen Baby-Kurkuma-Starter für die nächsten 3 Tage, also insgesamt eben mit diesem ersten Tag zusammen 4 Tage lang füttern. Und zwar immer mit dieser gleichen Rezeptur, wie wir es gerade eben gemacht haben. Also ein bisschen geriebenen Kurkuma, ein bisschen Zucker und ein bisschen warmes Wasser. Alles auflösen und jeden Tag eben für 4 Tage genau diese Portionen hinzugeben, dass wir am Schluss einen aktiven und gut ernährten Bakterienstarter da am Start haben. Um wie viel Uhr ihr dann euren Starter jeden Tag füttert, das ist euch überlassen. Ich habe es einfach dann gemacht, weil ich daran gedacht habe. Ihr könnt euch auch einen Wecker stellen, damit ihr es nicht vergesst. So, nachdem wir das jetzt seit 4 Tagen gemacht haben, haben wir unsere gewünschte Menge an Kurkuma-Starter. Und ein kleiner Tipp von mir ist noch, dass ihr seht wahrscheinlich auf der Oberfläche so kleine weiße Schaumblubberbläschen. Und wenn sich diese bilden, dann wisst ihr, okay, jetzt hat schon sich irgendeine enzymatische Bakterienaktion ergeben in eurem Glasel. Und dann wisst ihr, ihr habt alles richtig gemacht und da fängt schon was an zu brodeln. Ja, und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Kurkuma. Getränk, das wir jetzt mithilfe von diesem Starter eben fermentieren werden. Für unsere fermentierte Kurkuma-Limo brauchen wir einen Topf Wasser, dann müssen wir nochmal frische Kurkuma-Wurzel und frische Ingwerwurzel reiben, ein bisschen Pfefferkörner und dann nochmal eben unseren fertigen, mittlerweile blubbernden Kurkuma-Starter, den wir die letzten 4 Tage fleißig gefüttert haben, und noch ein bisschen Zucker. Jetzt schmeißen wir einfach unsere Kurkuma- und Ingwerstücke in den Topf mit Wasser und bringen das Ganze zum Kochen. Und nicht vergessen, noch die paar Pfefferkörner auch mit reinhauen, denn Pfeffer, habt ihr bestimmt auch schon gehört, erhöht anscheinend ja die Bioverfügbarkeit von Kurkuma bzw. potenziert da nochmal die ganzen guten Stoffe, die wir in unserer Kurkuma haben. Und nachdem wir dann das alles zum Kochen gebracht haben, fahren wir unsere Hitze runter und lassen dann den ganzen Sud noch so für circa 30 Minuten einfach köcheln.
Nach der halben Stunde nehmen wir natürlich den Topf runter vom Herd und lassen unseren ganzen Sud auf Zimmertemperatur abkühlen und dann können wir ab da unseren Zucker noch reinmischen. Den könnt ihr auch ein bisschen früher reinmischen, aber ich tue das jetzt rein. Und natürlich, sobald er auch Raumtemperatur hat, das ist eben ganz wichtig, geben wir jetzt unseren Kurkuma-Starter rein. Den bitte erst wirklich reingeben, wenn das ganze Gemisch sich auf Zimmertemperatur abgekühlt hat, weil diese Bakterien gehen sonst kaputt und dann haben wir ganz umsonst 4 Tage lang uns Mühe gegeben, dass die da schön in unserem Glas sich vermehren. Dann, wie immer beim Fermentieren, bedecken wir natürlich unser großes Glasgefäß mit einem Tuch und stellen es an einen warmen und lichtgeschützten Ort, wo unsere Kurkuma-Limonade anfangen kann, sich zu fermentieren. Nach so circa 4 Tagen müsste dann eure fermentierte Kurkuma-Limo endlich fertig sein und jetzt müsst ihr es nur noch durch ein Sieb durchlaufen lassen, um die Kurkuma- und Ingwerstücke rauszufischen, dann einfach umfüllen in Glasflaschen und im Kühlschrank lagert sich dann das Ganze problemlos 2 bis 3 Wochen. Was ich persönlich gerne noch mache ist, weil ich in meinem Getränk immer sehr gerne irgendwie mehr so Blubberblasen habe und einfach mehr Kohlensäure, ich fülle es in meine Glasflaschen um, aber anstatt es in den Kühlschrank sofort zu stellen, warte ich noch 2 bis 3 weitere Tage, bevor ich mit dem Trinken anfange und stelle die Flaschen einfach in den Küchenschrank oder wieder an meinen lichtgeschützten warmen Ort, denn dann kann sich während der Zeit nochmal mehr Kohlensäure aufbauen und nochmal mehr Zucker abgebaut werden und danach habt ihr einfach nochmal ein viel blubberigeres Getränk. Aber ja, falls ihr das jetzt nicht möchtet, wäre es eigentlich auch jetzt schon theoretisch trinkbereit. Und abschließend habe ich noch einen extra Tipp für dich. Und zwar, wenn du jetzt sagst, dieses Kurkuma-Getränk taugt dir jetzt halt voll und du würdest es gerne regelmäßig machen, aber immer diesen Starter ansetzen, das ist schon ein bisschen nervig, habe ich einfach einen Tipp für dich. Und zwar, benutze nicht den ganzen Starter, wenn du das erste Mal dieses Kurkuma-Getränk machst, sondern lass einfach ein bisschen über und dann wie einen guten Sauerteig oder einen Kefir fütter ihn dann einfach ganz normal, regelmäßig Tag für Tag und anstatt es dann einfach immer auf einmal alles zu verwenden, lässt immer ein bisschen über. Falls dir dieses Video gefallen hat, glaube ich, dass du auch einen großen Mehrwert aus einem sehr ähnlichen Rezept von mir mitnehmen kannst, was ich eben gedreht habe schon vor einem Jahr. Das ist ein fermentierter Ingwer-Drink, der ist ebenfalls wie Kurkuma, glaube ich, zu dieser Zeit genau das, was man braucht. Und an dieser Stelle wollte ich mich auch nochmal bedanken bei einer sehr, sehr lieben Abonnentin, die mir auch die Idee eben für dieses Video gesendet hat. Sie hat mir nämlich geschrieben, nach diesem Ingwer-Getränk, was ihr so gut gefallen hat, dass sie dieses Kurkuma-Getränk haben möchte. Ich hoffe, hiermit ist dein Wunsch erfüllt. Es tut mir leid, dass ich mir leider deinen Namen nicht aufgeschrieben habe. Sonst hätte ich dir jetzt ein Shoutout gegeben oder, ja, Shoutout heißt es, glaube ich. Ich danke dir ganz herzlich. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für Videos, die ich machen soll oder die ihr euch wünscht, lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Da freue ich mich immer, von euch zu hören und dann auch auf eure Wünsche eingehen zu können. An dieser Stelle genug für heute. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und freue mich, euch wieder übernächsten Dienstag bei einer neuen Folge von Cleaner Living Journey begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt fit und gesund. 4G.